Ja, und die Mongolei, die ist nun international massiv in die Kritik geraten, weil sie Wladimir Putin ohne Konsequenzen hat einreisen lassen. Denn der russische Präsident, der wurde in der Hauptstadt Ulaanbaatar mit militärischen Ehren empfangen. Der Kreml-Chef, der befindet sich damit erstmals nach dem Erlass eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs in einem Land, das eigentlich verpflichtet wäre, ihn festzunehmen. Die Mongolei erkennt nämlich den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag an und müsste entsprechend den Haftbefehl vom März vergangenen Jahres auch vollstrecken. Das ukrainische Außenministerium wirft der mongolischen Führung vor, durch ihre Untätigkeit eine Mitverantwortung für Putins Kriegsverbrechen in der Ukraine zu tragen. Tja, und nun haben wir ihn wirklich mal hier bei uns im Studio. Christoph Wanner, unser Russland-Korrespondent. Christoph, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen, danke. Ja, natürlich müssen wir über diese Meldung sprechen, also die Mongolei, die diesen Haftbefehl dann nicht vollstreckt hat. Gibt es denn da bereits Reaktionen auch aus Russland darauf? Es wird natürlich schon mit Genugtuung gesehen in Moskau, dass die Mongolei eben diesen Haftbefehl ignoriert. Und da gibt es natürlich auch wieder so markige Reaktionen vom ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medvedev, der dann sagt, die Kritik aus Europa, dass die Mongolei eben Putin nicht verhaftet hat, ist das eine. Aber eigentlich sollten sich diejenigen, die da verantwortlich sind in Den Haag, für diesen Haftbefehl freuen, dass er eben nicht umgesetzt wird. Und dann hat Medvedev jetzt sinngemäß wieder gedroht, wenn einer sich trauen würde, Putin zu verhaften, dann würde das also heftige Konsequenzen haben. Das gebe ich jetzt sinngemäß wieder, weil Medvedev da eben auch wieder in seinem Post über Telegram doch unflätig geworden ist. Das muss ich jetzt hier nicht eins zu eins übersetzen. Christoph, du bist zwar bei uns in Berlin, hast aber natürlich deine Ohren in Moskau, wo du ja auch lebst. Jetzt heißt es, dass ein General festgenommen worden ist. Was kannst du uns darüber berichten? Es gibt jetzt wieder eine Verhaftung eines russischen Generals. Das ist schon der siebte jetzt seit der Amtsübernahme von Andrei Belousov im Mai dieses Jahres, also neuer Verteidigungsminister. Und da wird jetzt eine Art Säuberung durchgeführt im russischen Verteidigungsministerium, Stück für Stück, alles immer im Zusammenhang mit Korruption. Ja, und es ist tatsächlich so, dass im Verteidigungsministerium die Korruption grassiert. Das ist ein offenes Geheimnis und Belousov tut nichts anderes, als jetzt zu versuchen, all diejenigen rauszuwerfen, die eben auch zu den Vertrauten von Shoigu gehört haben, also dem ehemaligen Verteidigungsminister. Ja, und Korruption ist tatsächlich ein Riesenthema und jetzt eben wieder ein General und der siebte schon, das ist doch beträchtlich, finde ich. Lass uns mal ein bisschen noch auf die Geschehnisse an der Front jetzt auch schauen, denn es ist ja auch weiterhin so, dass ukrainische Truppen also auch auf russischem Gebiet aktiv sind, eben noch in der Region Kursk. Die haben sich da offenbar regelrecht festgesetzt. Was hörst du dazu? Ja, es ist tatsächlich so, dass die Ukrainer sich in dem Bereich der Provinz Kursk, in den sie eingedrungen sind, also alles russisches Kernland, festsetzen können. Und das ist schon erstaunlich, dass es den Russen nicht gelingt, nach wie vor die Ukrainer aus russischem Kernland zu vertreiben. Und wir hören auch über die russischen Kriegsblogger, auch vor allem jetzt diesen Mann, über den ich so oft spreche, pro-russisch-Ukrainer aus Sumy, Yuri Padalaka, dass die Initiative in der Provinz Kursk immer noch bei den Ukrainern liegt. Und sie setzen sich da fest und bauen da ihre Stellungen aus. Und die Russen werden größte Schwierigkeiten haben, sie da rauszuwerfen. Das wird, wenn das überhaupt in absehbarer Zeit gelingt, kann das Monate dauern. Wir schreiben inzwischen Tag 923 des Ukraine-Krieges. Aber Christoph, wir wissen auch, abgesehen von Kurs, vom russischen Kernland, von den anderen Frontabschnitten, über die wir uns immer wieder unterhalten, jetzt gibt es einen neuen Frontabschnitt im Osten der Ukraine. Es gibt einen neuen, alten Brennpunkt. Das Ganze ist in der Provinz Donetsk, also Donbass. Und da im Süden der Provinz Donetsk, Ugledar heißt diese Stadt. Und da haben die Russen eine Pleite eingefangen. Im Februar 2023 haben sie das schon mal versucht, die Stadt zu nehmen. Und da sind große Verbände aufgerieben worden. Und jetzt eben ein neuer Angriff, nicht direkt auf Ugledar, etwas westlich. Und da scheinen die Russen jetzt Geländegewinne zu erzielen. Das hängt alles damit zusammen, in meinen Augen, dass die Ukrainer eben starke Truppen abgezogen haben aus dem Osten ihres Landes, um in Kursk Erfolge zu erzielen. Und diese Truppen fehlen da. Und da gab es ja diese Stoßrichtung Pokrowsk, gibt es immer noch, da machen die Russen Fortschritte. Und weil eben die Truppen überall im Donbass fehlen, bei den Ukrainern ist jetzt eben Ugledar zu einem weiteren neuralgischen Punkt geworden. Und die Ukrainer schaffen es nicht, das muss man auch ganz klar sagen,
den Donbass zu stabilisieren. Und die Russen machen da Fortschritte. Der russische Vormarsch geht also dort weiter im Osten der Ukraine. Christoph, danke für deine Einschätzung, auch hier bei uns mal im Studio. Christoph, vielen Dank. Herr Marie, und damit lassen wir uns vom Ukraine-Krieg auf den Nahostkonflikt schauen. Denn man kann es nicht anders formulieren. Das ist ein menschenverachtendes Zeugnis der Brutalität des Hamas-Terrors. Ja, die Geiselnehmer, die filmten Videos der ja nun tot aufgefundenen israelischen Entführten, in denen sich die zwei Frauen und vier Männer mit Grußbotschaften an ihre Familien wandten. Diese Bilder, die wurden später dann in den sozialen Netzwerken verbreitet, sollten die letzten Lebenszeichen der Verschleppten werden. Es ist ein martialisches Video, menschenverachtend gegenüber den Geiseln und ihren Angehörigen. Eine inszenierte letzte Botschaft der sechs Verschleppten. Aufgenommen offenbar wenige Stunden vor ihrer Ermordung. Unter ihnen die 24-jährige Eden Yerushalmi. Ihre Familie hat der Veröffentlichung der Abschiedsbotschaft zugestimmt. Dies ist eine Botschaft für meine Familie, die ich liebe. Ich vermisse euch, Vater, Mutter, meine Schwestern Shani und Mai. Ich liebe und vermisse euch so sehr. Eden Yerushalmi lebte in Tel Aviv. Ihre Familie erinnert mit diesen Bildern an sie als fröhliche, unbeschwerte junge Frau. Die 24-Jährige arbeitete als Barkeeperin bei dem Nova Musikfestival, als die Hamas am 7. Oktober kam und sie verschleppte. Nach Angaben der jüdischen Allgemeinen telefonierte sie während des Überfalls 4 Stunden lang mit ihren Schwestern, die so ihren Fluchtversuch mit anhörten, bis sie sagte, sie haben mich erwischt. Wie Eden Yerushalmi wurden alle 6 Opfer offenbar wenige Stunden vor ihrer geplanten Befreiung aus nächster Nähe erschossen. Das hat die Obduktion ihrer Leichen ergeben. Sie wurden inzwischen unter großer Anteilnahme in Israel beigesetzt, so wie der 23-jährige Hirsch Goldberg-Polen. Okay, sweet boy, go now on your journey. Mein lieber Junge, nun trittst du deine Reise an. Ich hoffe, sie ist so gut wie all die Reisen, von denen du geträumt hast. Denn endlich, mein Lieber, endlich, endlich bist du frei. Ich werde dich jeden Tag meines Lebens lieben und vermissen, aber hier in meinem Herzen bist du bei mir. But you're right here. I know you're right here. Sagt seine Mutter und ringt um Fassung. Der israelische Präsident Herzog entschuldigte sich bei ihr und allen anderen Hinterbliebenen. I want to say how sorry I am. Ich möchte Ihnen sagen, wie leid es mir tut, dass wir Hirsch an jenem dunklen Tag nicht beschützt haben und dass es uns nicht gelungen ist, Hirsch lebendig zurückzubringen. Auch Israels Ministerpräsident Netanyahu bat um Vergebung und kündigte Vergeltung an. Und damit schauen wir also auch direkt nach Tel Aviv zu unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf. Steffen, guten Morgen. Also dieses Drama um die 6 kaltblütig ermordeten Geiseln schockiert das Land. Welche Rolle spielen dabei jetzt eben auch diese öffentlich gewordenen Videos? Also was man in den Videos nicht sieht, aber ich glaube, es ist eben doch eine Erwähnung wert, weil es wichtig ist, eines dieser Videos endet in arabischer, aber auch in hebräischer und englischer Sprache mit den Worten Versagen oder Tod, Freiheit oder Tod, Verhandlungen oder Tod. Also mit anderen Worten, Israel habe die Wahl, wofür man sich entscheiden will. Ein Hamas-Sprecher hat da noch einmal nachgelegt und hat gesagt, wenn sich Israel nicht bewegt in den Verhandlungen, wenn man nicht auf die Hamas zukommt, dann würden auch die restlichen Geiseln nur in Särgen nach Hause kommen. Das ist natürlich psychologische Kriegsführung. Das ist der Versuch, nicht nur die Öffentlichkeit hier, die Angehörigen unter Druck zu setzen, sondern vor allem Premierminister Netanyahu, der gestern Abend übrigens eine Pressekonferenz gegeben hat und dort ganz klar gesagt hat, dass er die Forderungen, und eine Hauptforderung ist dieser Korridor zwischen Ägypten und dem Gazastreifen, dass dort die israelischen Soldaten abgezogen werden müssen, dass er dem nicht nachkommen wird und dass der militärische Druck weiter da bleibt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die israelische Regierung willens ist, sich auf die Hamas zuzubewegen. Aber eines darf man natürlich nicht vergessen, nicht Premierminister Netanyahu hat die Geiseln umgebracht, sondern die Hamas hat auch jetzt diese 6 Geiseln kaltblütig aus nächster Distanz erschossen. Steffen, es ist aber interessant, dass sich nun auch US-Präsident Biden nach dieser Veröffentlichung des Videos eingeschaltet hat und er kritisiert Netanyahu scharf, nicht genug für eine Waffenruhe zu tun. Was bedeutet das denn jetzt für den israelischen Premierminister? Also die Amerikaner wollen natürlich eine Lösung haben und die Amerikaner arbeiten ja auch seit
Monaten gemeinsam mit Katar, mit Ägypten und mit Israel an einer Lösung. Jetzt richten sich die Blicke tatsächlich nach Washington. Der US-Präsident hat gestern erst mit den einzelnen Verhandlungsführern in einer Telefonkonferenz noch einmal beraten. Und das heißt aus Beraterkreisen laut CNN zumindest, dass die USA bis zum Ende der Woche, und wir sprechen da von Freitag, einen neuen Deal, ein neues Abkommen vorlegen wollen. Und es ist so ein bisschen, so hört man, do or die. Entweder funktioniert das jetzt oder möglicherweise war es das für das Leben der Geiseln. Also der Druck, der wird da auch noch einmal deutlich erhöht, auch von amerikanischer Seite. Und nicht nur der US-Präsident versucht natürlich, die israelische Regierung und namentlich natürlich den Premierminister Netanyahu zu bewegen, dass er eben doch zu Konzessionen bereit ist, damit die Geiseln überhaupt eine Chance haben, diejenigen, die noch leben, auch lebend aus dem Gazastreifen wieder rauszukommen. Steffen, vielen Dank für all diese Einordnungen und Informationen direkt aus Israel. Die tschechische Polizei hat rund 30 Migranten eng gedrängt auf der Ladefläche eines Lkw entdeckt. Der Lastwagen mit ausländischen Kennzeichen wurde auf der Autobahn Richtung Dresden rund 30 Kilometer nördlich von Prag gestoppt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hätten sich die Migranten in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befunden, teilte der tschechische Rettungsdienst mit. Eine Frau starb trotz Reanimationsversuchen. Und in der Demokratischen Republik Kongo, da kam es bei einem Gefängnisausbruch zu 129 Menschen, die also ums Leben gekommen sind. Das haben die Behörden inzwischen auch bestätigt. In dem überfüllten Makala-Gefängnis in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa sind demnach 129 Häftlinge offenbar einer Massenpanik geworden. Nach vorläufigen Einschätzungen sind 24 Häftlinge durch Warnschüsse ums Leben gekommen. Dem kongolesischen Innenminister zufolge gab es viele Verletzte. Auch das Verwaltungsgebäude des Gefängnisses, es soll Feuer gefangen haben. Marie, die FDP beschert uns mal wieder einen Einstieg in diesen Tag. Ordentlich, denn die Liberalen kämpfen nach ihrem verheerenden Abschneiden bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen um ihre Zukunft. Der Vorsitzende der Liberalen, Christian Lindner, gab zwar ein Bekenntnis zur Ampel ab und fordert seine Parteifreunde auf, erst einmal die Ruhe zu bewahren. Doch so richtig scheint das nicht zu fruchten, Carsten, denn es rumort weiter heftig in der Partei, auch bis in die Öffentlichkeit hinein. Es wirkt daher eher wie ein Burgfrieden, der nun nach den Wahlen in Brandenburg in knapp 3 Wochen abrupt wieder enden könnte. Und auch die Koalitionspartner von der SPD und von den Grünen, die erhöhen den Druck auf die FDP. Bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen kamen die Liberalen nur noch unter ferner Liefen. Das macht die Bundes-FDP nervös. Die Ampel sei ein Abwärtsstrudel, meinen manche. Damit stellt sich immer öfter die Frage, ob der Platz am Kabinettstisch den Liberalen zu heiß wird. Ist nicht jetzt der richtige Zeitpunkt, die Ampel zu verlassen? Nein, hier haben wir unterschiedliche Auffassungen. In Lindners Bundestagsfraktion rumort es allerdings. Neben den üblichen Verdächtigen melden sich nun weitere Stimmen und sprechen sich dafür aus, die Fortsetzung der Koalition auf den Prüfstand zu stellen. So meint die FDP-Vize-Fraktionsvorsitzende Güde Jensen: Wir müssen in den nächsten Tagen eine klare Antwort auf die Frage finden, ob unserem Land mit der Ampelkoalition wirklich noch geholfen ist oder ob sie am Ende dem Land und unserer Demokratie sogar eher schadet. Parlamentarisch wäre das allerdings ein Selbstmordkommando. Denn laut einer aktuellen INSA-Umfrage kommt die FDP nur noch auf 4,5%. Damit wäre Lindners Partei nicht mehr im Bundestag vertreten. Die Devise lautet deshalb eher: Schein ist natürlich, dass wir jetzt in die Vorhand kommen als FDP und dass wir deutlich machen, dass wir gebraucht werden in diesem Land, dass wir den entscheidenden Unterschied machen, dass wir den Menschen mehr zutrauen. Die SPD droht allerdings ihrerseits Richtung liberalen Koalitionspartner, fast fertige Gesetze nicht weiter zu torpedieren. Denn auch die Sozialdemokraten haben schlechte Umfragewerte und wollen sich deshalb stärker profilieren. Geschlossen auftreten, das ist nicht für alle Koalitionspartner gleichermaßen der Fall. Und deswegen haben wir sehr oft auch Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit erlebt, in der Art, dass wir gute Beschlüsse hart errungen haben, die dann einen Tag später schon wieder in Frage gestellt worden sind von einzelnen Akteuren und Akteurinnen. Das findet der Wähler und die Wählerin unerträglich und das muss auch aufhören, das ist ganz klar. Dem FDP-Chef stehen heiße Zeiten bevor. Seine Partei will, dass er sich mehr durchsetzt in der Koalition. Genau das Gleiche erwartet die SPD von ihrem Kanzler. Und damit zu Leonie von Rando in Berlin. Leonie, einen schönen guten Morgen. Also das Rumoren in der FDP wird immer lauter und auch immer prominenter. Nun haben wir also wieder so eine Ankündigung, dass man die Zukunft der Ampel in Frage stellt. Aber darauf ernsthaft folgen wird doch wahrscheinlich wieder nichts, oder?
Guten Morgen, Marie. Guten Morgen, Carsten. Ja, in der Parteibasis der FDP rumort es wirklich quasi schon seit dem Eintritt in die Ampel. Also wenn man sich zurückerinnert, es gab ja erst Anfang des Jahres da die parteiinterne Gruppierung Weckruf, die eben damals gefordert hatte, dass man abstimmt über einen Verbleib in der Ampel, dann dieses sozusagen Referendum, das aber nicht bindend war, auch durchgesetzt hat. Dabei hat sich dann eine knappe Mehrheit für den Verbleib in der Ampel entschieden, aber eben auch damals ist schon darüber diskutiert worden, ob man wirklich in einer Koalition mit zwei linken Parteien bleiben kann. Und genau diese Gruppe, die macht eben auch jetzt wieder Ärger der FDP-Führung hier in Berlin. Und sagt eben jetzt, man müsse darüber diskutieren, ob man aus der Ampel aussteigt. Und wenn nicht, dann müsse Christian Lindner zurücktreten, so die Forderung. Da muss man sagen, das sind hauptsächlich Lokalpolitiker. Aber mit Güde Jensen, eben haben wir es im Beitrag gehört, gibt es eben auch eine stellvertretende Fraktionsvorsitzende immerhin. Also in den Rängen durchaus eine sehr hohe Person, die eben auch diese Frage aufwirft, ob ein Verbleib in der Ampel wirklich weiterhin sinnvoll ist. Sie hat sogar wörtlich gesagt gegenüber den Kollegen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Viele Menschen sehnen sich ein Ende der Ampel herbei. Ganz ähnlich hat sich auch Thomas Kemmerich, das ist der FDP-Landesvorsitzende in Thüringen, nach der Wahl geäußert. Auch er hat eben gesagt, die Ampel, die schadet Deutschland und eben auch der FDP vor Ort. Insofern, der Druck ist schon deutlich gewachsen gegenüber den vergangenen Monaten. Und die FDP muss sich jetzt wirklich die Frage stellen, ob sie weitermachen kann, weitermachen will. Denn die Zahlen, die haben eine sehr deutliche Sprache gesprochen. Bei den Wahlen jetzt in Sachsen und Thüringen wirklich ein verheerendes Ergebnis. 0,9% in Sachsen, 1,1% in Thüringen. Und das ist auch schon inzwischen die 9. Wahlschlappe, beziehungsweise die 8. und 9. Wahlschlappe. Seit dem Eintritt in die Ampel ist die FDP ja aus verschiedenen Landesparlamenten rausgeflogen, aus Regierungen rausgeflogen, hat in anderen Landtagswahlen massiv an Stimmen verloren. Und da muss man eben schon mal die Frage stellen, ob es so weitergehen kann. Leonie, aber die entscheidende Frage, die sich stellt bei diesem ganzen Hickhack bei den Liberalen, Christian Lindner, hat er überhaupt als Vorsitzender die Partei noch im Griff? Christian Lindner ist inzwischen ja schon seit 2013 Parteivorsitzender. Das sind inzwischen also 11 Jahre. Und man bekommt den Eindruck, dass eben viele Mitglieder an der Basis das Gefühl haben, er ist nicht mehr der richtige Mann, um diese Partei zu führen. Auch wenn das zumindest von den obersten Rängen nicht zu hören ist, zumindest nicht öffentlich, wird eben dieser Druck auf den Parteichef immer größer. Das ist ganz klar. Und wie ich es eben schon gesagt habe, angesichts der vielen Landtagswahlen, bei denen die FDP eben weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, ist das vielleicht auch verständlich. Diese Gruppierung innerhalb der FDP Weckruf, die sagt jetzt, es muss einen Wechsel an der Spitze geben. Sie schlägt da den Generalsekretär Bijan Djirsaray vor und sagt, das wäre eine Person, die die unterschiedlichen Strömungen innerhalb der FDP vereinen könnte. Aber auch hier muss man klar noch mal sagen, dass es bisher nur eine Minderheit innerhalb der Partei und öffentlich will sich in diese Richtung bisher zumindest niemand von Rang und Namen äußern. Aber Christian Lindner, der wird sich diese Frage sicherlich auch stellen. Und wenn man jetzt noch mal 2 Wochen abwartet, bis dann auch die Landtagswahl in Brandenburg vorbei ist, sollte es auch da ein schlechtes Ergebnis für die FDP geben, dann dürfte der Druck noch weiter steigen. Der 22. September könnte damals zum Schicksalstag für die FDP und die Ampel werden. Leonie, danke für den Moment. Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen beginnt die CDU in beiden Bundesländern nun mit ersten Gesprächen. Thüringens CDU-Chef Mario Vogt hat zunächst die SPD und das neue Bündnis Sarah Wagenknecht zu Gesprächen eingeladen. Eine Koalition mit der AfD schließt die CDU ja bundesweit aus. Auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer schließt die AfD und auch die Linkspartei von Koalitionsgesprächen mit seinen Christdemokraten aus. Rechnerisch möglich wäre etwa ein Bündnis der Sachsener CDU mit Bündnis Sarah Wagenknecht und der SPD oder den Grünen. Ja, und Carsten, wo wir doch gerade gesprochen haben über Zwistigkeiten, öffentlichen Streit innerhalb der Koalition. Saskia Esken, also die SPD-Co-Chefin, die sollte am besten ein Talkshow-Verbot bekommen. Das verlangt nun ihre SPD-Genossin Katrin Lange, die Finanzministerin in Brandenburg, wo ja am 22. September dann auch gewählt wird. Auslöser ist die Äußerung der Co-Vorsitzenden der Sozialdemokraten in einer Talkshow, dass aus dem mutmaßlichen Islamistenanschlag von Solingen nichts gelernt werden könne. Und das löste natürlich einen Sturm der
Entrüstung aus. Inzwischen ist die 63-Jährige ja zurückgerudert und nennt ihre Äußerung selbst unklug und falsch. Dennoch, ihre Brandenburger Parteifreundin fordert, dass es bestimmte Leute aus der SPD nicht mehr an Talkshows teilnehmen sollten und bezog sich dabei klar auf Saskia Esken. Den Eindruck, den sie öffentlich mache, der sei verheerend. So lange. Ja, auch die Nachlese nach den Landtagswahlen ist noch längst nicht vorbei. Und dabei gibt es heute schon wieder das nächste Spitzentreffen, nämlich die Bundesregierung, die Länder und die Union wollen ab dem Nachmittag versuchen, eine gemeinsame Linie in der Migrationspolitik auszuloten. Grundlage ist ja das sogenannte Sicherheitspaket, das die Ampel nach dem Messeranschlag in Solingen vergangene Woche beschlossen hat. Marie, aber die Vorzeichen, die sind alles andere als gut. Sie sind äußerst schwierig, denn CDU-Fraktionschef Friedrich Merz hat noch einmal Druck gemacht und fordert einen deutlich härteren Kurs bei der Zuwanderung. Nur über Waffenverbote und Abschiebung sprechen, das würde einfach nicht ausreichen. Mehr von Isabel Finzel. Unkontrollierte Zuwanderung, gescheiterte Abschiebungen. Bei den Landtagswahlen kassierte die Ampel die Quittung, vor allem für ihre Migrationspolitik. Der Druck ist groß vor dem Migrationsgipfel der Bundesregierung mit der Union und den Ländern. CDU-Fraktionsvize Jens Spahn warnt die Ampel im Welttalk. Wenn an dem Dienstag bei diesem Migrationsgipfel, wie es jetzt wieder heißt, nur über das gesprochen wird, was letzte Woche vorgestellt worden ist von der Ampel, dann sage ich, dann brauchen wir uns nicht treffen. Die Ampel hatte etwa angekündigt, Migranten, für die ein anderer europäischer Staat zuständig ist, der sie auch zurücknehmen will, sollen Leistungen gestrichen werden. Flüchtlinge, die in ihre Heimat reisen, sollen ihren Schutzstatus verlieren. Die Union fordert mehr, etwa auch Zurückweisungen an deutschen Grenzen. Uns geht es darum, die Herausforderungen wirklich zu bewältigen. Das setzt eine Wende in der Migrations- und Asylpolitik voraus. Und jetzt müssen wir ausloten, ob die Koalition dazu bereit ist. Realitätsverweigerung hingegen bei den Grünen. Parteichefin Lang sagt am Wahlabend, die Migrationspolitik sei nicht das Thema gewesen, das die Menschen umgetrieben hätte. Am Tag danach rudert sie etwas zurück. Es gebe nicht das eine entscheidende Thema. Bei der SPD glaubt man, schon viel erreicht zu haben. Mehr als 2 Dutzend sind jetzt nach Afghanistan abgeschoben worden. Damit geht es jetzt los. Das ist das Einlösen eines politischen Versprechens, genauso wie die Abschiebezahlen insgesamt hoch und die Zugangszahlen in Deutschland runtergehen. Noch nicht in der Größenordnung, wie viele sich das wünschen, aber hier wirkt Politik, hier macht jemand sein Handwerk. Dem Koalitionspartner FDP hingegen platzt nach den Wahlen der Kragen. Insbesondere haben die Leute die Schnauze voll davon, dass dieser Staat möglicherweise die Kontrolle verloren hat bei Einwanderung und Asyl nach Deutschland. Die Leute wollen nicht mehr hören, wer in der Vergangenheit daran schuld war. Die Leute haben damit fertig. Offen ist, ob ein Migrationspakt zwischen Ampel und Union zustande kommt. Allerspätestens nach dem Wahldebakel aber müsste der Bundesregierung klar sein, dass sie sich weiter bewegen muss.